Jo Leute, euer Mo ist hier wieder am Start. Ich hoffe, euch und euren Familien geht es allen gut. Wir waren gerade auf der GMC hier in München und wie ihr es an meiner Stimme erkennen könnt, es war ein kracher Event. Ich bin heiser und ich habe die Fightcard und den Abend total genossen. Bin gerade im Hotel hier angekommen und wollte euch nochmal schnell das Video hier drehen und dann auch schlafen gehen. Wir haben den Smolik dort gesichtet und damit im Nachhinein nicht die Wahrheiten verdreht werden oder einem die Worte im Mund verdreht werden, haben wir das Ganze für euch hier festgehalten. Daher sehe ich ja in letzter Zeit wieder als Internet-Rambo aufgeführt hat und stark gegen mich geschossen hat und meinte, ich soll aufpassen, wenn ich ihm über den Weg laufe, dass ich mir keine Schelle einfange, was er, glaube ich, selber nicht glaubt und dass ich den Schwanz eingezogen hätte. Und ihr wisst schon, was er alles da rausgehauen hat. Und hinter der Kamera ist sowas immer sehr, sehr einfach. Und von daher habe ich ihn gesehen und habe das Ganze natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Habe ihn dann damit konfrontiert und was da passiert ist, könnt ihr euch jetzt selber anschauen. Euer Mo. Ach, die Kamera bei mir. Ich soll aufpassen, dass ich keine Schelle bekomme. Ich hab's doch bereits im Video gesagt. Hinter der Kamera ist immer so leicht zu reden. Was willst du? Jungs, chill, redet doch unter vier Augen. Pass auf, Jungs, ich schwör's, ich hau dich weg hier. Alles gut. Ist scheißegal. Ey, Jungs, nicht auf ist doch ein Image für beide schlecht. Chill, ich plan dich hier weg. Alles gut, Jungs, alles gut. Ach, mach red doch unter vier Augen. Mach mich schon auf dicke Eier hinter der Kamera. Alles gut. Alles klar? Ja, weißt du, Jungs, ihr seid doch Kampfsportler. Von wem? Ich hätte den Schwanz eingezogen. Leute, Leute, ihr müsst hier atmen. Du wirst schon noch sehen. Der Einzige, du wirst schon noch sehen. Sehen wir noch. Mach einfach nicht. Was stellst du dich da vor? Ich mach doch gar nichts. Ich chill doch. Ja, alles gut. Ich rede doch unter vier Augen. Ich weiß doch gar nicht, wie ich aussehe, wenn ich mich entspanne. Du kommst doch mit deiner Gang alleine. Was für eine Gang? Welche Gang? Was für eine Gang? Wer ist denn da? Ich kämpfe jetzt meinen Kampf. Ja, dann kämpfst jetzt deinen Kampf. Hör auf, so große Töne zu spucken hinter der Kamera. Was? Hör auf, so große Töne hinter der Kamera zu spucken. Ich bin noch hier, was willst du? Wenn du vorm... Hey. Lass mich mal los. Ja, könnt ihr das machen? Nein. Hör mal zu. Du machst hier gar nichts. Was? Ich mache hier gar nichts. Ja. Du willst mir hinter sagen, der was Kamera, ich will? Hinter der Kamera, hinter der Kamera, hast du Eier. Und jetzt, wenn du vor mir stehst, gar was? Nichts. Ich steh doch hier. Was willst ja, du? Ja, du was willst du? Entschuldigung. Was willst du? Entschuldigung. Ich mach gar nichts. Was? Ich kann mich dem entschuldigen. Was? Nicht hier. Leute, wir müssen die Polizei hören uns, ja? Steht da? Was für ein Kampfsport. Nicht was für ein Kampfsportler. Du bist doch derjenige, der vor der Kamera nur seine Fresse aufreißen kann. Du reißt doch nur die Fresse vor der, hinter der Kamera auf. Wie was will ich? Tu mal nicht so auf Gangster. Tu nicht auf Gangster. Ja? Ich möchte gern. Du wirst schon Fake Champion. Ja? Ja, ja. Hallo. Deine Gang Hallo. Ist so stark. Was für eine Gang? Welche Hallo. Gang? Welche Gang? Versteck dich mal hinter deiner Freundin, ja? Entschuldigung. Reicht schon. Was ist das für? Reicht schon. Gib ihm nicht sein. Reicht schon. Hallo. Klär doch den Ring und alles ist gut. Ja. Der will ja nicht kämpfen. Der will ja nicht kämpfen. Der will ja nicht in den Ring sein. Reicht schon. Leute. Reicht schon. Entschuldigung. Hallo. Vor meinen Fights kommst du immer nutzt den Hype genau, aus. Genau, genau. Weil du selber so klein genau, bist. Reicht schon. Deine Persönlichkeit. Was für eine Persönlichkeit? Was hat das mit Persönlichkeit zu tun? Ja, die ist so uninteressant, dass du mich brauchst, vor meinen Kämpfen kommst du mir mal. Versteck dich. Was versteck dich, mein Freund? Was willst du eigentlich, Mann? Hinter der Kamera oder hinter deiner Freundin? Das ist mir so uninteressant. Ja, ja, genau. Spiel dich mal schön auf und das ist hier die ich will auf jeden Fall noch ein Ding sehen. Michael, offenbar weißt du kannst. Einmal jetzt, Michael, komm mit. Was ein Affe, Alter. Was ist, wenn ich dir jetzt einfach mal fett in die Eier latsche, Alter? Spaß! Ehrlich, hätte fast geweint, ha? Ich schwör's dir, wäre die Freundin nicht gekommen. Eier, hammerhart. Wird er da frech vor der Kamera? Ich glaub's doch gar nicht. Ha? Ja. Ich glaub's doch gar nicht. Das war, der Michi ist wie ausgewechselt auf einmal. Den erkenne ich gar nicht mehr wieder. Also die Security ist auf einmal nochmal erstmal, hey, wie geht's dir? Auf einmal kommt die Security, ja, komm doch her. Da hatte ich mir auch, woher holt er sich das raus? Der Typ, ich weiß echt nicht, was da los ist, aber ja, das ist echt. Naja, warten wir mal ab. It's joke ist am Start, Junge. Sidekicks, oh nein, gut. Was läuft, Jungs? Best alles gut bei euch. Und schon wieder mit Kamera. Bist du jetzt der YouTuber geworden? Nee, hör mal auf, irgendeinen Scheiß zu labern. Steig endlich in den Rücken und gut ist.
Junge, hör auf, ich hab, vor ich die Kamera zu setzen und irgendeine Scheiße zu labern. Du stehst doch gerade hinter der Kamera, oder? Jedes Mal. Ja, du beleidigst einfach jetzt, nur hinter der Kamera und hast dich. Beleidigen? Ja. Okay, wollen wir das gleich mal an der Stelle machen? YouTuber geworden, oder was? Für YouTuber geworden? Wir haben jetzt eine Kamera. Du bist doch derjenige, der... Aussage gehört von Michael. Lass mich doch mal los! Was regst du dich denn aus dem Sitzstein? Was ist denn so? Hör auf, hinter der Kamera irgendwie Scheiß zu erzählen. Wir haben ja ganz kurz Aussage gehört, wo er sagt, er würde auch im MMA-Käfig gegen dich antreten. Wäre das was, wo du Interesse dran hättest? Der will am liebsten Tischtennis mit mir spielen oder ein Eishockeyspiel machen. Aber ich würde gegen den Taekwondo kämpfen, Kickboxen, K1, MMA. Ich hole ihn schon seit 2 Jahren heraus. Der ist einfach nach jeder Ausrede am Suchen, um nicht gegen mich zu kämpfen. Es reicht langsam. Du machst dich lächerlich, Fake Champion. Ich glaube, du bist derjenige, der sich lächerlich macht. Du kannst dich nicht mehr normal artikulieren. Du rastest hier aus, zieht das am ganzen Körper. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Schimmer ein bisschen. Ich raste nicht aus, aber wenn du hinter der Kamera mich beleidigst... Du stehst doch hinter der Kamera die ganze Zeit. Was sagst, ich soll aufpassen, dass ich keine Schelle kassiere, wenn du vor mir stehst oder wenn du mir über den Weg läufst und dich lustig darüber machst, dass ich verletzt bin, meine Seele gerissen habe. Erzähl keinen Müll, okay? Es reicht jetzt langsam. Für das mit der Verletzung, dafür habe ich mich entschuldigt. Das war scheiße. Ich habe mich emotional reagiert. Das gebe ich zu. Ja, das tut mir auch leid. Man macht sich nicht lustig darüber, wenn jemand verletzt ist. Das gebe ich zu. Aber ich lasse mir von dir nicht drohen. Du hast kommentiert, wenn du mich auf der FIBO triffst, soll ich mich warm anziehen. Ich lasse mir von dir nicht drohen. Ich habe keine Angst vor dir, falls du das meinst. Du hast mich damals auf der Bühne zum richtigen Zeitpunkt erwischt, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Wegen verschiedenen Faktoren, die du nicht nachvollziehen kannst. Ja? Ein Kumpel von dir, der wusste warum. Der wusste, wie es mir geht. Rapper Sia, mit dem habe ich mittlerweile nichts mehr zu tun. Alles cool mit ihm, ja? Er wusste, was los war. Ich will einfach nur kämpfen. Diese ganze Heul-Susen-Geschichte interessiert mich nicht. Okay, klare Worte von beiden Seiten. Wir hören hier die Stimmung, kocht auch in der Halle. Also nochmal, Schlussstatement von beiden Leuten. Könnt ihr euch vorstellen, MMA-Kampf hier im GMC-Käfig in Zukunft? Jederzeit. Yes, ich kenne erstmal meinen Fight und danach musst du basiert. Also klare Ansage, großen Applaus für zwei großen Kämpfer, bisschen Hitze, bisschen Animosität, bisschen Action gehört ja auch dazu. Das macht es groß und gesagt. Hoffen wir, dass wir diese Mal hier bald in den Schienen sehen können. Großen Applaus für Mordana und die Gäste. Komm, alles klar, Jungs. Abdallah. Alles klar, Jungs. Salam. 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 Jetzt hast du.